Also wenn es um Webentwicklung geht, ist eine Sache ganz wichtig, und zwar, wie funktionieren eigentlich URLs? Und in diesem Video erfahrt ihr genau, wie sind diese aufgebaut, welche Teile gibt es, was können die, was wollen die, was sollen die. Also viel Spaß dabei! So, dann sehen wir uns mal an, wie URLs eigentlich aufgebaut sind. Täglich verwenden wir sie, doch wie funktionieren die eigentlich? Okay, welche Teile gibt es? Das erste hier, das HTTPS, ist das Protokoll. Es gibt verschiedene Protokolle. Das Protokoll sagt im Endeffekt aus, wie reden Client und Server miteinander. Also wie kommunizieren die? Und in diesem Fall HTTPS heißt über den HTTP-Standard, allerdings mit dem S dazu, heißt TLS verschlüsselt. Also HTTPS ist eine gute Variante, denn dann ist die Kommunikation zwischen Client und Server auch verschlüsselt. Zumindest die Daten, die hin und her gesendet werden. Die URL selbst nicht. So, dann haben wir hinten die Domain. Also, auf welchen Server wollen wir, welche Webseite wollen wir eigentlich haben? Und dann kann es vorne noch den Host geben. Das www, das könnte auch www2 heißen, das kann auch anders heißen, vielleicht gibt es einen auch gar nicht. Das ist der Host. Und hinten, das Weiße, das sind möglicherweise Unterordner, also eine Art Verzeichnisstruktur. Die muss allerdings nicht wirklich physikalisch so existieren, kann sie aber. Und in dem Fall, das C steht für einen Channel von 42 Entwickler, also in diesem Fall ist es sicher kein Verzeichnis, sondern einfach Informationen, die YouTube hat, also Parameter, damit sie weiß, welche Seite sie laden soll. Gut, das ist eine sehr einfache URL, es gibt aber auch noch andere, ja, welche die etwas länger sind, und auch diese ist nicht vollständig, es könnte noch viel schlimmer aussehen. Aber in Wahrheit ist das auch nicht so schlimm. Gut, wir haben hier wieder das Protokoll, wir haben wieder die Domain, wir haben möglicherweise auch nicht einen Host, sondern eine Subdomain. Es kann auch eine Sub-Subdomain geben. Vor der Subdomain könnte wieder ein Host sein und so. Also das, auch das, der Bereich hier vorne kann entsprechend länger sein. Dann kann es wieder einen Ordner geben, vielleicht aber auch nicht. Dann das entsprechende Dokument, das wir gerne vom Server hätten. Also lieber Server, ich hätte gern die Seite.html-Datei, das kann auch eine PDF-Datei sein, ein Bild, was auch immer. Und jetzt kommt ein Fragezeichen, also nach dem Dokument kommt normalerweise nichts mehr, oder maximal ein Fragezeichen oder eine Raute, ein Hash. Gut, also wenn ein Fragezeichen kommt, dann kommen ab hier Infos für die Seite. Das heißt, die Seite kann dann mit folgenden Werten und Wertpaaren entsprechend arbeiten. Ja, Name ist gleich Wert, Name ist gleich Wert, Name ist gleich Wert. In diesem Fall werden drei Parameter übergeben. Die Parameter heißen Name, Name 1 und Name 2 und haben in diesem Fall dann immer den entsprechenden Wert. Wichtig ist auch, die Parameternamen müssen nicht unbedingt eindeutig sein, dann wird es eine Art Array. Das heißt, dann werden die Werte am Server zusammengefasst. Gut, damit der Server weiß, dass es sich um drei Parameter handelt, werden diese mit einem Und-Zeichen getrennt. Also Fragezeichen, jetzt beginnen Parameter und wenn es mehrere gibt, werden diese mit einem Und-Zeichen getrennt. Wenn ihr ein Und als Parameter Wert haben wollt, müsst ihr diesen entsprechend encodieren. Da gibt es eine Encodierung, das machen wir vielleicht in einem anderen Video mal. Gut, und hinten gibt es noch das mit der Raute, den Seitenanker. Das ist ein Querverweis innerhalb der Seite. Auch den kann es geben, muss es natürlich nicht geben. Und das Ganze ab dem Fragezeichen nennt man Query String. So, jetzt kann es noch weitere Spezialsachen geben bei URLs, nämlich wenn hier zum Beispiel Doppelpunkt 443 dabei steht. Das Doppelpunkt 443 ist der sogenannte Port. Der Port ist sozusagen, über welche Telefonleitung kommunizieren Client und Server. Ja, Internet und Co., alle gängigen Protokolle sozusagen, ja, was HTTPS ja ist, haben einen Standardport, über den sie normalerweise kommunizieren. Für normale Internetsurfen von früher war es HTTP, das Unverschlüsselte, das war immer Port 80, HTTPS war immer schon 443, FTP zum Beispiel ist Port 21, FTP ist File Transfer Protocol für Dateiübertragung. Und wenn die Standardports verwendet werden, dann braucht man sie nicht angeben, man könnte sie angeben, muss man aber nicht. Wenn wir allerdings einen Webserver haben, der nicht auf dem Standardport horcht, also nicht Port 80, dann müssen wir den entsprechenden Port angeben. Häufig ist das
8080 oder was ähnliches. Hauptsächlich ist das allerdings für interne Entwicklungen oder für IoT-Devices. Nicht für wirkliche Webseiten, die verwenden eigentlich immer den Standardport. Es gibt noch einen spannenden Sonderfall, und zwar kann man auch Benutzer und Passwort direkt in der URL mitgeben. Ja, Benutzername und Passwort, und das ist dann die HTTP Basic Authentication, also HTTP-Protokoll, Benutzername, Doppelpunkt, Passwort, @, und dann kommt die eigentliche Domain erst, oder die eigentliche URL, und das ist nicht empfehlenswert, denn HTTPS verschlüsselt zwar den Inhalt, der übermittelt wird, aber nicht die URL und HTTP schon gar nicht. Das heißt, in diesem Fall werden Benutzername und Passwort sehr im Klartext übergeben bei HTTP und so. Das wäre nicht so gut. Nein, definitiv nicht. Also nicht empfehlenswert. Gut, also so sind URLs aufgebaut. Die können beliebig verschachtelt werden. Also die Ordnerstrukturen, die Seiten, die Dokumente mit dem Parameter hinten. Das sind alles absolute URLs. Wenn wir dann Verlinkungen etc. machen im HTML-Bereich, dann können wir auch relative URLs angeben. Das fängt dann einfach nur an mit einem Ordnernamen oder Dateinamen. Dann heißt, wenn ich nur einen Dateinamen angebe, im gleichen Verzeichnis, in der gleichen URL-Struktur wie jetzt. Und sonst halt ist es so ein relativer Pfad, ähnlich wie im Datei-Explorer. Okay, so viel zum Einstieg, zum Aufbau der URLs. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.